Leute, herzlich willkommen zurück bei LES. Ich bin euer Phil und wir zocken heute mal wieder Rocket League. Und natürlich erstmal die Werbung von meinem Sponsor AOEA.com, Leute, wo ihr Ingame-Items kaufen könnt für Echtgeld. Und tut mir bitte einen Gefallen, kauft lieber bei AOEA.com, bevor ihr noch viel mehr Geld in Rocket League und Epic Games reinpumpt, weil, glaubt mir eine Sache, die haben schon genug. Denkt mir bitte an den Rabattcode Phil bei AOEA.com. Ihr spart eine Kleinigkeit und ihr supportet mich. Danke dafür. So, ich zeige euch meine Ranks und wir werden uns heute einem Ziel oder beziehungsweise einer Mission annehmen. Und wenn ihr meine Ranks seht, werdet ihr verstehen, worum es geht. Denn ich bin im 3 gegen 3 auf Diamond 3 abgerutscht. Und da müssen wir unbedingt was gegen machen. Das Problem ist, Leute, weil ich euch schon oft gesagt habe, ich bin halt da jetzt im Diamond-Loch. Und das liegt tatsächlich oftmals, viele von euch werden es kennen, an den Mates. Und ich hoffe, dass wir halbwegs anständige Mates finden werden. Ich werde natürlich random suchen. Ich werde jetzt mal eben meine Cam-Settings einblenden. Und noch eine Sache, ganz schnell, Leute, weil ich immer wieder von euch auf den Deckel kriege, dass ich zu wenig Eigenwerbung mache. Es gibt mittlerweile Lucky and Streamed. Das ist der dritte YouTube-Kanal, den ich mittlerweile eröffnet habe. Lucky and Streamed ist ausschließlich für Twitch-Content da. Das heißt, ich werde immer mal wieder von jedem Stream hingehen und da irgendwelche Clips rausschneiden und eben auf Lucky and Streamed hochladen. Die werden nicht auf Lucky and Stone kommen, die werden nicht auf Lucky and Spawn kommen, selbst wenn es Rocket League Content ist, sondern die werden immer auf Lucky and Streamed hochgeladen werden. Wäre schön, wenn ihr abonnieren würdet und mit Sicherheit ist bei den Clips auch was Lustiges für euch dabei. Also würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten suche ich jetzt und betet, dass ich halbwegs gute Mates finde, Leute. Wir sehen uns im ersten Spiel. So, Leute, wir haben das erste Spiel und wir haben den Mr. Molekill und den TKOH. Und ich hoffe, an euch beide geht nach diesem Spiel kein Hass raus, sondern Lob und Ehre und Ruhm. Pass mal in die Mitte nochmal. Mate springt hin, nice Challenge. Ich hau mal hier den Boost. Wenn er schnell in die Mitte passt, hab ich den. Der Mate stand kurze Ecke, musste eigentlich sofort zur Challenge hoch, hat er auch noch geholt. Nice. Die nehme ich mal mit. Mitte. Ist er sehr spät hochgegangen. Ich glaube, er hat gedacht, dass ich nochmal hinspringe. Ja, wir recover mal zurück. Nehmen wir den mittleren Boost hier mit. Ah, er ist nochmal dran, kein Problem. Gute Challenge. Passiert nichts. Kriegt auf gar keinen Fall effektiv aufs Tor. Mate. Passt der oder? Mate, kommt von hinten. Nice. Mate, Schuss. Schade. Nice Demo, aber ich baller den an die Latte. Das war natürlich meiner. Demo war sehr, sehr schön gedacht. Ja, den habe ich. Oh, okay, den habe ich nicht, aber passiert noch nichts. Nice. Ah, passiert auch nichts. Da passiert was. Scheiße. Oh, war schon wieder ärgerlich, dass wir vorne einfach nicht die Chance genutzt haben. Aber ist egal. Den habe ich. Und zwar als Double? Ah, schade. Okay, Mage springt einfach nur vorbei. Nehmen wir hier den Boost mit. Pinch, schade. Der hat ein bisschen Booms gekriegt tatsächlich. Ah, ich mach mal. Oh. Er sollte natürlich ein bisschen mehr Richtung Mitte gehen, aber ich recover jetzt mal da hinten. Mate. Na, hätten da durchlassen sollen, aber ist nicht schlimm. Nicht allzu viel passiert. Einmal unter ihm durch, Mate hat, einmal rüberspielen, sehr, sehr schön. Er öffnet das Spiel komplett auf der rechten Seite. Leider war der Mate da rückwärts. Und konnte deshalb nicht auf den Ball. Wieso springt der andere Mate dahin, Alter? Okay. Ah, lass ihn nochmal was machen. Schön. Mate. Schade. Kein Problem. Einmal so. Kurz die Challenge gefaked. Einmal so. Demo, schade. Na, ich wollte rüberspielen zum Mate. Ich wollte rüberspielen.
Aber den hat er nice vereitelt. Einmal nach rechts. Oh, niemals so durch die Mitte spielen. Ey, immer so ein bisschen. Ich fake nur. Einmal über ihm. Okay, das war richtig scheiße. Wenn ihr mich fragt, hätte schon vorher der Mate aus dem Tor rotieren sollen. Also der hätte da direkt rausfahren sollen, weil ich kann in der Situation einfach nicht viel machen. Ich kann unmöglich Tempo in die entgegengesetzte Richtung aufnehmen. Ich stehe da extrem unter Druck, da muss Hilfe aus Richtung Tor kommen, wo auf jeden Fall einer zu sein hat. Das ist nice. Ey, Junge, aus dem scheiß Diamond-Loch werde ich niemals wieder rauskommen. Es ist so ätzend und abfuck, ne? Ich meine, bei dem Tor ist jetzt die Schuldfrage, sag ich mal, mehr oder weniger ungeklärt, weil ich hätte genauso gut dahin gekonnt. Aber bei dem Tor davor hat die Rotation einfach überhaupt nicht hingehauen und das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich lass durch für den Mate. Mate. Einmal die Challenge, kriegen Boost, zack, einer. Oh Mann, hat er den schön geholt, aber Schuss, Alter, ja gut. Das ist also bei so Schüssen, mein Schuss vorhin, der ging ja wenigstens noch mal erkennbar Richtung Tor. Und nicht so was da. Komm mal hier in den Boost, okay, nicht bekommen, kein Problem, pass nach vorne. Also, ich hasse dieses Spiel. Also, das ist halt wirklich jetzt der Punkt, wo du nicht mehr so viel retten kannst. Also, gerade im 3 gegen 3, da bist du eben nur bestenfalls Drittel für Spielgeschehen verantwortlich oder beziehungsweise für dein Team verantwortlich. Und du kannst 2 Drittel nicht mehr carryen. Ich sag mal ganz dreist, wieso lässt er den nicht? Alter, ey. Oh. Sag mal ganz dreist, das ist unmöglich, das zu carryen. 2 Drittel. Einer hin. Ja, Double Commit, nice. Ja, unter mir durch, schade. Oh, da ist der Punkt. Einfach nur abfuck. Nice. Kein Problem. Also, und ohne Witz, Leute, da ist mein erstes Spiel und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr drauf, weil das einfach total scheiße ist. Das macht so einfach keinen Bock, Alter. Du spielst mit Mates, die keinerlei Sinn für Position, Rotation, für einen Pass haben oder so. Das ist einfach zum Kotzen. Ich meine, die Mates waren jetzt wenigstens nicht toxisch. Okay, wow, geil. Ist natürlich eine riesen Errungenschaft, wenn man eine Lobby findet, wo Spieler drin sind, die nicht toxisch sind. Ist, glaube ich, in Rocket League wirklich eine Errungenschaft. Aber es killt einfach übel den Spielspaß. Und wir gehen ins nächste Spiel. Und wir haben das nächste 3 gegen 3 mit dem Dolexas und Elenxi. Gucken, wie die beiden sich anstellen. Also mal liegen zu lassen. Hat der Mate stark. Ich verkacke hier total den Haarflip, aber hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Double. Oh, schade. Mate, nice. Oh Mann, ich wollte eigentlich nochmal in der Mitte irgendwie legen, aber ist egal, passiert erstmal nichts. Mate hat stark. Mate, reinrotieren. Irgendwie stören, genau so. Er muss mir den Ball übergeben, passiert auch nichts. Schön. Ah, okay, ich habe ihn ein bisschen geblockt, aber ist nicht viel passiert. Mate, mein Gott, ey, Mate. Einmal in der Mitte, straight, keiner da. Er will faken. Nice try, hätte ich vielleicht auch gemacht in der Situation, aber. Ach, lass ihn doch, ey, mein Gott, panik doch nicht so hart, ey. Boah, keinerlei Gefahr da gewesen. Nee, Mann, ich glaube, könnte in dem Diamond-Loch jetzt dazu führen, dass ich das Spiel quitte. Wieso haut er mir den Ball weg? Ja, weil er ein Tor macht. Okay, hast du auch Glück gehabt, ey.
Boah, ey. Geh mal früh hoch. Nice Block. Big Ball und Boost, sehr stark. Demo, extrem gut. Rein. Das war nice gespielt. Und ich gebe euch Brief und Siegel darauf, dass da nichts von teammäßig geplant war. Also als der eine Spieler die Demo gemacht hat, hat er nicht dran gedacht, ja, ich mache den Weg frei, sondern er hat einfach nur gedacht, Demo. Als der andere Spieler den Ball geschossen hat, hat er einfach nur gedacht, okay, ich touche jetzt irgendwie den Ball. Und es hat halt irgendwie zufällig zum Tor geführt. Ja, das war ziemlich gefährlich. Nice, nice Demo. Könnte auch mal sein, das will ich ja nicht komplett abstreiten. Will das ja nicht komplett kaputt drehen, dass das jetzt völlig unmöglich ist. Aber es kann ja auch mal sein, dass man mal wirklich auf so einem niedrigeren Level, sage ich jetzt mal, Leute findet, die ein bisschen mehr Verständnis für Teamplay haben. Guter Pass. Und das scheint hier in der Lobby gerade mal zu sein. Glaube ich. Oh, was für ein Schuss! Wie hat er den Schuss so heftig aufs Tor bekommen? Kranker Schuss, Dominus-Schuss. Da war einfach ein Dominus-Schuss. Aber war auch, also der Kickoff liegen gelassen und da muss eigentlich der mitgefahren ist, muss da eigentlich sofort in die Challenge reinspringen. Hat er nicht gekriegt. Für mich ist es dann. Ja, okay, keine Demo. Oh Mann, ich habe genau die Funken gesehen, wie ich ihn da getoucht habe, ne? Aber gut, hat sich schon wieder erledigt. Also könnt ihr gerne mal jetzt im Video zurückskippen, Leute. Man hat eindeutig die Funken gesehen, wie ich ihn getoucht habe in Supersonic, hundertprozentig. Und er hat trotzdem die Demo nicht bekommen. Einmal Mitte. Ja, wieso springt er dahin? Einmal ging es Backboard und raus. Seitlich ohne jegliche Gefahr, das war ganz okay. Mate hatten, boah, wie die Leute hier vorbeispringen. Versuch mal rüber. Wollte dann eigentlich hochgehen, aber man kriegt natürlich dann die scheiß Demo. Da funktioniert sie, weißt du. Ja, das will er haben. Nice. Mate, von hinten. Nice. Kein Problem. Oh, er schießt Gott sei Dank seinen eigenen Mate an. Hätte gefährlich werden können, wird's nicht. Guck mal, ey Junge, hier stehen drei Blaue! Drei Blaue! Und der Pinch-Versuch, wenn es einer war von meinem Mate jetzt suboptimal, war die rechte, weil die rechte Seite komplett frei war und ich hätte einfach rüberfahren können und da irgendwas machen können. Und falls es ein Pinch-Versuch war, war scheiße, und falls er gepanickt hat und mir einfach so den Ball geklaut hat, war es noch viel scheißeriger. Okay. Also, ihr wisst, Leute, ich bin niemand, der sich irgendwie was drauf einbildet auf Rocket League, also dass ich irgendwo Champ-Region spiele. Da ist meiner Meinung nach auch lange nichts, worauf man sich was einbilden sollte. Aber ich sag euch ganz klar und auf gut Deutsch, ich bin hierfür, zu hoch. Und das abfuckt. Oh, scheiße. Ich dachte, der spielt den hoch in mich rein. Aber ist auch egal, 4:1. Die könnten auch aufgeben. Fake Challenge, lass ihm den Ball da. Ja, okay. War aber auch wieder ein krasser Schuss. Von dem muss man sagen. Kann man halten, hat er nicht gehalten, ist egal. 4:2. Wird sich wahrscheinlich nicht mehr allzu viel dran tun. Aber. Naja. Versuchen wir noch die Challenge, schade. Sehr nice. Oh, nice.
Ja, das macht er selber, der Dolexas. Einfach schon mega peinlich, dass ich ja das erste Spiel verloren habe. Wir machen noch eins, ja, okay. Wir machen auf jeden Fall noch eins, weil ich muss Punkte gut machen, Leute. So, Leute, und zum dritten und definitiv letzten Spiel haben wir Premade. Oh Gott, ich freue mich. Einoob und Pepe. Einoob ist natürlich ein sehr, sehr vielversprechender Name. Ja. Mal gucken, wie es wird. Ich kann euch eine Sache sagen, ich habe so keinen Bock mehr auf das Game. Ich habe so keinen Bock mehr. Also ist halt wirklich unheimlich frustrierend, wenn man weiß, es liegt halt einfach nicht an einem selber. Oh ja, oh ja, oh ja, hier. Was natürlich auch, ich sag mal, ein bisschen arrogant ist, immer das auszusprechen, weil seine eigenen Fehler sieht man nie so. Aber ich glaube, in meinem Fall, also jetzt in dem speziellen Fall, bin ich einfach mal so dreist und spreche das aus. Aber bei vielen der Spieler ist das auch gegenteilig. Dass die denken, ey, es liegt an den anderen und es liegt absolut nicht an den anderen, sondern einfach nur an denen. Da habe ich gepanikt, da hätte ich gar nicht sofort so hinspringen müssen. Wäre viel zu weit weg gewesen, wäre das ein Free Goal. Ah, Double Commit. Beide rausgefahren. Gegentor. Logische Konsequenz. Nein, ich schieße ihn aber genau an, ey. Wieder Double Commit. Wieder zu krass so rausgefahren. Einmal seitlich. Mate muss er haben. Hat er. Gott sei Dank, der wäre nämlich drin gewesen. Ja, schade. Ich wollte den Double, aber war ein nice try. Nein. Oh, what? Immer ein komisches Ding in Mate. Er rotiert leider nicht von hinten rein. Ja, okay, da war wieder eine Berührung. Boah, ich hasse es so, Alter. Lasst die scheiß Demos raus, wenn ihr die nicht vernünftig umgesetzt kriegt, ihr Spastis, ey. Mein Gott, ey, ich hasse das, ey. Du kannst dich einfach nicht auf diese dreckige Scheißmechanik verlassen. Und dann lasse einfach nur raus. Junge, wieso nicht hoch nach vorne, Alter? Oh Gott, nice, nice geholt an der Latte. Made a star, stark. Nice. Nicer Block. Aber es ist einfach keiner da, der weiterhin Druck macht. Leute! Ey, es macht so keinen Bock. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, ne? Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr. Also dieses Spiel ist einfach Abfuck. Klar kannst du auch Bock machen, aber in so Situationen macht es mit Sicherheit keinen Bock. Mit Sicherheit keinen Bock. Nice, danke. Danke, dass ihr sagt, wer zum Kickoff fährt. Sind halt so Kleinigkeiten. Mate. Hey, tut er nochmal. Nice Challenge. Geht der hoch oder geht hoch? Nice. Schade.
Ne, ja. Dann fahr doch bitte direkt da weg. Ey, mein Gott, ey. Ja, das hat jetzt geklappt und jetzt fühlen sie sich wieder so, als hätten sie alles richtig gemacht. Aber es war trotzdem kacke, mein Mate ist da nicht sofort weggefahren. Dann soll er halt sofort da abhauen, ey. Mate. Junge, wieso ist der so weit hinten, Alter? Spielt der fester Torwart oder was? Nee, also ich gehöre hier einfach nicht hin. Tut mir leid, das ist einfach die bittere Wahrheit. Ich lass mal durch. Passiert nichts, kann er nicht. Gar keinen Fall machen. Mate. Nice, gut. Ja, das war ein sehr, 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 sehr glücklicher Pinch. Boah. Also ohne Scheiß, ich glaube 80% der Tore, die hier so im Diamond-Level passieren sind, oder beziehungsweise auch noch Anfang Champ-Level, sind einfach Zufall, ne? Einfach irgendwelche scheiß Zufall-Tore, ey. Mates. Wow! Da fühlt sich auch keiner von denen verantwortlich, weißt du? Die stehen lieber zu zweit auf der Torlinie. Alter. Junge. Sag doch an. Und da fängt das schon an, Leute. Da fängt das schon an, wenn die Leute einfach noch nicht mal in der Lage sind, zu sagen, wer denn auf den Ball fährt beim Kickoff. Und machen rein, mein Gott, ey. Einer drauf, sofort Druck. Ja, nicht beide drauf, Alter. Oh, ey. Seid ihr Frauen beim Kacken oder was? Müsst ihr immer zu zweit gehen? Boah, Junge. Boah, Leute, das wird eine richtig beschissene Serie werden. Ich sag euch das. Ich habe keinen Bock mehr. Null Bock mehr. Und ich bin einfach Liga 3, ne? Was, das brauche ich? Ja, Leute, nachher wieder Stream. Vielleicht finden sich da ja ein paar feste Teammates oder so für ein 3 gegen 3. Aber ich glaube, die Scheiße tue ich mir nicht mehr lange an. Und das killt einfach weiterhin und zunehmend den Spaß an dem Game. Was eigentlich ein Problem ist, seitdem Epic Games den Scheiß übernommen hat. Seitdem wird hier nur noch Spaß gekillt. Ich meine, gut, jetzt mein Diamond-Loch hat nichts mit Epic Games zu tun. Aber das war auch schon vorher vollkommen frustrierend, wenn man einfach so dreckige Kackmates hat. Und die man eben nicht ausgleichen kann. Nachher wird das Stream, Leute, heute Abend ungefähr ab 18 Uhr Lucky and Stoned auf Twitch. Ich hoffe, ihr seid alle da. Haut rein, ich werde mich jetzt erstmal von der Session hier erholen. Bis dahin.